Natürlich gibt es viele Menschen, die sagen, ja, aber sie werden niemals so intelligent sein wie Menschen. Und das ist vielleicht so, aber ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer halten, ehrlich gesagt. Ich denke, dass Computer auch Kreativität werden entwickeln können. Ja, da würde man Zufallselemente quasi einbauen. Bei genetischen, evolutionären Algorithmen hat man das heutzutage schon. Also insofern ist die Frage, was bleibt quasi noch reserviert für den Menschen? Man sagt im Grunde genommen im Wesentlichen die Bereiche Tourismus, Altenpflege, obwohl das auch noch nicht ausgemacht ist. Ich meine, man arbeitet ja an Pflegerobotern. Und Kreativität. Ich denke, auch wenn Computer Kreativität werden entwickeln können in Zukunft oder wir welche bauen, die kreativ sind, wird das wahrscheinlich der Bereich sein, wo Menschen in Zukunft die meiste Zeit ihres Lebens verbringen. Wir werden kreativ sein. Und das erfordert aber letzten Endes eine andere Erziehung.